So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2 und letztes Mal sind wir in dieser Gruselwelt stehen geblieben, haben da die Spinnenwelt gesehen und, Spinnenwelt, sag ich schon, das Spinnenlevel und haben jetzt noch den Stern vor uns, da sind wir noch nicht reingegangen, das würde ich sagen, machen wir jetzt gleich und dann geht's hier weiter. Ja, hallo, hallo. Hallo. Child's Play. Super Special World Child's Play. Okay, also das soll jetzt ein Kinderspiel sein, ja? Ja, sieht man doch. Hatte ich gerade einen Doppelsprung, oder? Ach nee, ich konnte da draufstehen. Nein, du kannst da... Okay, jetzt genau. Hat mich Doppelsprung kurz angefühlt. Das war ein gut getimter Sprung. B. Was denn? Soll ich mal einen Rolljump machen? Grüße gehen raus von Robby an der Stelle. Ja, stimmt. Und Counter wollte auch gegrüßt werden, hab ich gelesen. Jetzt haben wir... Ja, auch Grüße gegrüßt. An dich. So. Geh deinen Weg, Mann. Einzige Kritik, die er an dem Hack hatte, dass er nicht gegrüßt wird. Insofern hat er jetzt keine Kritik mehr an dem Hack. Sehr gut. Großartig. Jo. Nein. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen mehr aufs gute Spielen konzentrieren. Ah! Da sagst du es und direkt. When I talk, then I die. Die GI lässt mal wieder grüßen. Okay, sehr schön. Ich bin erschrocken, weil das Ding runtergefallen ist und dann bin ich gesprungen aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aus Gründen. Ach ja, so. Ach, super Sache. Darf man hier Werbung machen? Natürlich. Wunderbar. Und zwar hat der liebe Patrick das SMWHT 3 angekündigt. Das war das zwei. Super Mario World. Ja, geschrieben. Dann war es das zweite. Sein zweites. Es ist sein zweites, aber insgesamt das dritte dann, glaube ich. Ja. Also es wurde das zweite angekündigt, sage ich gerade. Wurde mir gerade gesagt. Genau. Und zwar kann man sich dort bis zum 8.4., je nachdem wann das Video hochkommt, keine Ahnung. Oh, ich hab die nicht gesehen. Im smwking.de Forum anmelden und dann oder kann man. Oder bei Patrick direkt. Oder bei Patrick direkt. Ich denke mal, dass man eventuell auch ein, zwei, drei Tage später das noch machen kann. Gehe ich mal stark von aus. Und dann kann man bei einem Super Mario World Hacking Turnier mitmachen. Bei denen es auch Preise gibt. Na dann, genau. Alle Hacker, meldet euch an. Das ist ein Turnier, ja. Was vielleicht auch mal durchgezogen wird. Das wird durchgezogen. Patrick ist da. Das, genau. Und so laufen da die Zahlen ab, wenn die eh weiterfahren. Helfen, das hat mich irritiert. Okay. Die werden da getragen. Der liebe Patrick stellt dann für die ersten bis dritten Platz Steam-Gift-Karten als Preise zur Verfügung. 5 Euro für den dritten Platz, 10 Euro für den zweiten und 25 für den ersten Platz. Ja, nice. Yes. Okay, so viel zur Werbung. Naja, gut. Gut. Auf welchem Kanal? Wow, Hilfe. Weil ihr habt jetzt gesagt, der macht das, aber ich wüsste jetzt als Hacker aktuell nicht, wo ich hin muss, damit ich das... smwking.de Forum. Okay, gut. Genau. Das kriegen wir. So, das Level war von Lux. Das ist falsch. Verdammt. Okay. Jetzt war mein Level. Das hatte auch ursprünglich mal andere Grafiken oder auch andere Farben tatsächlich, aber wurde dann dem angepasst, wie es jetzt aussieht. Okay. Das war mal halt nur ein Geisterhaus und jetzt dann war es halt nachher noch. Also ich wollte eigentlich ein Level machen, was halt so diesen Toybox-Stil hat, aber dann haben wir das nachher einfach so gemacht, dass wir das Level genommen haben und da andere Grafiken reingemacht haben. Alter, was ist denn mit dem falsch? Ja. Okay, ich verstehe, aber. Oh Gott. Der ist ja interessant. Sind das die Phantoms, um die es hier geht? Ja. Oh, der sieht ja auch wild aus. Und übrigens, alle Level in dieser Welt haben die Levelnamen sind Horrorfilm-Anspielungen oder Horrorfilm-Titel, eher gesagt. Wow, was? Ist auch ein Phantom. Tut mir das weh oder ist das nur eine Grafik? Es tut dir nicht weh, aber es stößt dich weg. Ach, das ist der Typ. Ja, genau. Ah, verstanden.
Genau, genau. Auf einem echten CRT würde das halt auch dann transparent aussehen und nicht flickern. Ja. Aber ist ja besser, wenn es flackert, sogar in dem Fall. Macht das Ganze ja gruseliger. Sonst hätte ich ihn erkannt. So war er mystischer. Wunderbar. Wow! Okay, ich hab's so oft gesagt, verwendet. Man sollte auf solchen einmal drücken. Und es ist wirklich mal passiert. Sick. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass es noch im Hack drin ist. Ich auch. Sick. Ich hab's vergessen, Gott. Tatsächlich. Okay, ja, das. Aber es ist ja richtig. Ich meine, die Dinger führen nach unten. Wer da reingeht, ist selber schuld. Ach, schöne Sache. Ha! Okay, die waren nicht durchlässig. Also, die war durchlässig. Ups. Genau. Kronos hat was geschrieben, von dass ihr so ein bisschen euch an irgendwelchen Creepypasta-Sachen orientieren wolltet. Habt ihr das jetzt hier gemacht oder ist das... Das Einzige, was davon, also, was davon halt mehr oder weniger über ist oder was wirklich umgesetzt wurde, war halt der eine Jumpscare-Raum da in dem Geisterhaus am Anfang. Ah, okay. Und sonst gab's noch in dem Spinnenlevel so einen Raum, der halt Geiges Musik und Geiges Grafiken im Hintergrund hatte, aber den habe ich nachher... War ich da drin? ...reingenommen. Ach, den hat... Ach so. Nee, der wurde rausgenommen. Der wurde rausgenommen, okay. Genau. Das müsste ich auch im letzten Part noch gesagt haben, wenn ich mich recht erinnere. Gut, das kann genau. Sein. Also, das im Geisterhaus war eine Mario.exe-Anspielung, beziehungsweise das Bild aus dieser Creepypasta. Das war daher. Genau, und im zweiten war halt so ein sehr verzerrter Raum mit dem wackelnden HDMA. Alles rot, alles am Blinken. Ja. Ich müsste sogar noch eine alte Version haben. Mit dem gewesen. Ja. Wäre halt nachher nicht so toll gewesen, wenn man das spielt und Epilepsie hat. Unter anderem, das stimmt, genau. Ja. Das und ich glaube, der Raum hat auch, da hat irgendwas nicht dran funktioniert. Irgendwas, genau. Wo ich nicht dahinter gestiegen bin, was das dann noch war. Wo es halt einfach nur ein simpler Raum war, wo man nur kurz durchgehen musste, um eine Yoshi-Card zu bekommen. Ja gut, aber dann kann man den ja auch tatsächlich rausnehmen. Dann ist es nicht so dramatisch. Ja. Bevor man noch was kaputt macht, lieber dann verzichten. Außerdem reicht auch ein Jumpscare-Raum. Ja. Würde ich sagen. Hey, hier komm ich... Achso, die ist wieder nur zum Zurück... Achso, verstehe, da kommt man über das an. Genau, von unten nach oben geht das. Genau, aber wir sammeln ja keine Kristalle. Ja. Dafür müsste ich ja das Level... Achso, der bleibt jetzt da oben. Ja, also auch okay. Der bleibt da oben. Uah! Okay. Der macht Dinge, die ich nicht erwartet habe. Plötzlich kann er... Ja, ich sehe dich. Kuckuck. Er macht Auge. Er macht Auge. Achso, ach, er macht noch... Jetzt macht er nach drüben. Aha, der macht auch so einen Rundgang. Ja. Aber, ach so, und jetzt würde er wahrscheinlich nach da. Und jetzt ist er für immer. Oh. Oh. Okay, das ist auch noch nie passiert. Oh, der muss da sogar hin. Ja, aber okay. Er respawnt. Das ist gut. Das habe ich gerade gar nicht realisiert, dass er da hin muss. Ich dachte jetzt so, es ist einfach so fun. Aber der muss das sogar machen. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Das war. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Ich auch. So, wir spielen das schnell vom Körper. Wir wollten nur testen, ob der. Okay, die Tabelle noch funktioniert. Genau. Oh, das habe ich. Das ist ungünstig. Da muss ich ja wieder einen Oberwelt-Safe-State setzen. Zack. Ein Oberwelt-Safe-State. Ach, Menschenskinder. Gibt es eigentlich irgendwelche Kommentare, auf die ihr eingehen könnt, wollt? Oder? Ach, was mache ich denn? Bin lost schon wieder. Ich könnte ja mal live auf die Videos gehen und dann mal schauen, was ich geschrieben worden, wo ich gedacht habe, da könnt ihr dir was dazu sagen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Können wir ja mal. Ich weiß es auch nicht. Genau. Also zum Shop wurde ein bisschen was geschrieben. Schauen wir einfach mal. Hab im Prinzip nichts Neues, glaube ich. Weil da wir ja von Anfang an. Also wir hatten noch zu den ersten auch nichts gesagt, deswegen können wir ja vom ersten an gucken. Oder so. Was da wurde geschrieben wurde. Okay. Na?
Hast jetzt Bock darüber zu gehen? So. Dankeschön. Und jetzt ist er eingesperrt. Also hier hat jemand geschrieben, dass dass die Banker das Bargeld abschaffen. Und das Betrugsgeld ist. Da müssen wir nicht drauf eingehen, alles gut. Ah, Hilfe, die Politiker treiben die weltweite Wirtschaft in den Abgrund. Ja, ja, das ist das. Morten Totschlag geben, weil die Menschen keine Ahnung. Theoretiker, Zuschauer. Und du weißt Grüße Bescheid, unterlass das bitte. Bitte mach weiter. Nein. Davon habe ich schon viel zu viel unter den Videos stehen. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Großartig. Ziel. Okay. Ziel. Uff. Okay, dann Video 2. Da hat jemand drüber geschrieben, I'm waiting for the new episode of Super Compact World. Ja, genau, das war Anwer. Hab ich dann ja auch durchgezogen. Und 23 Minuten für einen. Grüße gerne aus Europio. Invasion, das klingt auch interessant. Ja. Das hat ein cooles Konzept, das Level. Oh, der Hintergrund gefällt mir. Ach, das ist das Vieh. Ach, das ist das Kamek-Viech. Oder Magic Koopa, wie auch immer man das nennen möchte. Ah. Du kennst den Sprite. Ich kenn den Sprite, ja, den habe ich schon in vielen anderen, auch Kaizo-Hex teilweise, lieb gelernt. Gottes Willen. Aber der ist ein bisschen flotter, habe ich das Gefühl, als woanders. Ja, wobei es geht. Im Vordergrund ist er nicht flotter, nur im Hintergrund. Ja, genau. Man kann auf ihn spin-jumpen, ne? Yes. Ich mein schon. Aber cool umgesetzt, so als Melon Man! Melon Man! Rocket Man! Ja, das tue ich. Mal kurz testen. Ja, geht. Geht. Stimmt, der ist nur hinten flott. Hier macht er ganz normal. Seine Runde. Lux? Ja. Ich wollte gerade die Übertragung vorspulen. Ja, I'm sorry, ich beeile mich ja schon. Ja, alles gut. Oh, jetzt ist er schon wieder gut. Am Anfang von dem Level. Erstmal hier nach vorspulen. Genau. Oh, es tut mir leid. Nee, ich verstehe nicht davon kommen. Ich würde jetzt auch mal 2 drücken auf YouTube. Ich hatte gestern einen lustigen Moment, wo ich wirklich überlegen musste, ob Amerikaner jetzt Minuten und Stunden verwenden oder ob es da auch ein Gegenstück zu gibt, was halt das hier empirische System ist. Hätte durchaus passieren können. Das ist so eine Sache, es fühlt sich so an, als könnte das durchaus, als wäre das durchaus eine Sache, aber. Ja. Der Teilmasse. Noch. Einfach so in Schulstunden 45 Minuten alles. Ja, irgendwie sowas. Oder. Keine Ahnung, eine Stunde in den USA ist nur eine halbe Stunde hier oder so. Ja. Irgendwie. Oder die wissen nicht, was. Oder da heißen die Minuten einfach anders. Ja, warum nicht? Könnte ich mir vorstellen. Also. Hat was. So, jetzt spielen wir das mal ein bisschen ruhiger. Ich war ja viel zu hinten. Achso. Das waren wieder die Dinger. Ey, vor Gott. Jetzt kommt der Rot durch. Da, okay. Wo bin ich vorhin gestorben? Irgendwo hier bin ich, als der runtergefallen ist, der Typ da. Okay, jetzt bin ich schon weiter als vorher. Warum ist da Decke? Ich meine, da ist nichts. Ich bin gegen irgendwas gesprungen gerade. Ich habe Kommentare gelesen, tut mir leid. Ja, ich war ganz oben. Ist da irgendwie eine Decke oder so hingebaut? Oder habe ich das könnte sein. Da bin ich zurückgeschubst worden. Schau mal hier rein. Aber vielleicht habe ich es mir auch. Könnte sehr gut sein. Ich möchte euch nichts unterstellen. Ich fände nur hier eine Decke ziemlich merkwürdig. Da ist eine Decke, aber was ist das denn? Wo waren wir denn da? Wo waren wir denn da? Das ist eine Ledge. Das ist ach ja, 01. Oh, hier soll ich mal gucken, ob die Coinblocks da nicht über dem Bildschirmrand sind. Ich sag gleich hier, ich glaube hier irgendwo war es die Stelle. Da auf dem hier oben drauf. Ah, da sind Turnblocks. Aus irgendeinem Grund sind da Turnblocks über dem. Da bin ich nämlich an dem
wie es gerade ja. eben auch an dem komischen Ding da in der Mitte ist. Da sind drei Turnblocks, die habe ich mal gerade wieder rausgenommen. Da bin ich einfach dagegen gesprungen in den Gegner rein. Es könnte gut sein, dass ich die da im Nachhinein platziert habe und das nicht getestet habe. Das ist man aber durch die Level durchgegangen, hat da halt so Münzen und Coinblocks platziert, weil das ist passiert halt, wenn man ein Level baut, dass man irgendwann achtet man nicht mehr darauf, dass man Coins und Coinblocks setzt. Ja. Ich schon. Um das halt so so gut wie möglich zu vertuschen, hat es das dann immer nochmal durchgegangen und hat nochmal welche gesetzt. Aber wenn man halt nicht genau darauf achtet, dass in diesem Level kein Scrolling aktiviert ist und man die dann nicht sieht, dann ist das halt schon mal ein bisschen blöd. Na, dafür bin ich jetzt da, um die zu finden. Genau. Sehr gut. Die sollten wir gleich weg sein. Ah, jetzt habe ich euch unterbrochen. Ich habe irgendwas. Habt ihr irgendwas anderes, wolltet ihr ansprechen? Also, ich sehe gerade nur unter dem Part, wo du das Pyramid-Level gespielt hast, du hast einen generellen Kommentar zum Checkpoint in dem Level. Und das wird noch geändert. Also, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Raupio schreibt, ich tendiere zu Dark, ich tendiere zu Dark, ich tendiere zu Dark und ich tendiere zu Dark. Ja, heute habe ich mal mit Lux angefangen und es war falsch. Wie man es macht, ist wirklich. Wer hat das Castle-Level gemacht? Also den. Ja, die sterben ein bisschen kurz. Die sterben, ja, das haben wir auch schon mal gesehen. Und zwar passiert das, wenn du einen Coinblock neben die berührst. Oder wenn du die durch Rutschen kaputt machst, dann rutschen die auch so seltsam über den Bildschirm. Null. Okay. Ja. Lux hat sogar schon mal versucht, das Problem zu beheben. Allerdings. Ist das. Ja. Allerdings ist der Gegner sehr seltsam geschrieben. In der sogenannten ASN-Datei. Okay. Genau, deswegen ist es sehr schwer herauszulesen, wo diese Todesanimation in Anführungszeichen zu finden ist und noch zu ändern. Ich werde da wahrscheinlich nochmal gucken, wenn ich mich mit dem Game-Switch-Problem auch beschäftige. Genau, also wir haben halt noch vereinzelte Probleme, die uns durchaus bekannt sind, aber die einigermaßen schwer zu beheben sind. Ja, es ist ja nichts, was irgendwie das Spiel genau, also, ja, das schon. Es sieht halt nur seltsam aus, was halt nicht cool ist. Ja, das ist, kann ja... Kann man das irgendwie verkaufen als... Nee, kann man nicht. Ein Feature. Ja. Das sind die Geister, die nach dem Tod dann weiterschweben. Ach was, ich will doch nur die Blume einmal bekommen. Warum bin ich denn so doof? Mann. Ja gut. Warum kaufe ich nicht einfach eine Blume? Ich weiß auch nicht, warum du hast ich so, Prinzipien. So Shop Stur. Abgeneigt bin. Das ist, aber es hat nichts mit dem Hack an sich. Ich habe das, glaube ich, auch noch in einem Kommentar geschrieben. Das fand ich auch schon bei dem New Super Mario Bros. Dings. Ist nicht so cool, wenn man einfach außerhalb halt diese Power-Ups bekommt und die dann fürs Level einsetzen kann. Irgendwie, ich finde es irgendwie besser, wenn das Level an sich sozusagen die Sachen gibt, die man braucht. Mhm. Aber keine Ahnung, das ist sowieso. Hier hat unter dem letzten geuploadeten Part hat Lagas auch schon geschrieben, dass er das cool findet mit dem Shop. Es ist aber halt auch so, du hast. Wenn du dieses Shop-System hast und die One-Ups für den gleichen Preis kaufen kannst, für die du normalerweise halt im Spiel bekommen würdest, Leute, die halt dann mit Safe States spielen, die haben davon überhaupt nichts. Also die, dann hat man am Ende halt, hat man dann 99 Münzen, wenn man die ganze Zeit 99 Leben, wenn man die ganze Zeit Münzen gesammelt hat, aber kriegt dann davon nichts. Und so hat man halt auch, wenn man jetzt selbst wenn man mit Safe State spielt, hat man was davon, Münzen zu sammeln, weil man sich dann davon immer noch Power-Ups kaufen kann. Ja klar, das stimmt schon. Ja. Nein, es spricht auch nichts gegen das Shop-System, es ist nur, ich bin einfach nicht für sowas geschaffen. I don't know. Das ist halt, das ist auch immer das Problem, wenn man, sag ich mal, wenn man einen Hack macht und sagt, man will jetzt, zum Beispiel Leben rausnehmen, weil heutzutage, wenn man ja so in den meisten Fällen auch neuen Mario spielen so Leben, jetzt bei Odyssey hat man ja auch nicht mehr. Das ja. ist ja, man verliert ein paar Münzen, richtig. Aber mehr auch nicht. Und dieses ganze System von ich habe Leben und wenn ich zu oft sterbe, werde ich zurückgesetzt, ist an sich halt ziemlich antiquiert. Richtig. So, das war halt dafür, dass dir das entweder beim NES zum Beispiel mehr Content bietet, das Spiel, als es überhaupt hat, ja. weil du halt dann öfter spielen musst. Oder in der Arcade, dass dir das halt mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Ja, genau. Aber heutzutage ist halt so,
Spiele lang und groß genug machen, dass man das nicht unbedingt strecken muss. Und ich werde jetzt auch nicht dafür bezahlt, dass du hier ein Level neu starten musst. So, richtig. Und deswegen. Das ist Kessel, so, Entschuldigung, das ist Castlevania Musik, oder? Ja. Müsste, ja. Und wenn man dann halt so ein. Wenn man dann sagt, ja komm, ich mach komplett aus SMB die Leben raus, dann hat man immer noch, dann hat man noch die Münzen. So, die Münzen machen jetzt überhaupt nichts mehr. Und die hatten, dann sind das eigentlich nur noch schöne Blöcke, die einfach nur noch Soundeffekte machen, ohne dir irgendwie einen Vorteil zu geben. Ja, das ist und dann ist halt mit dem Shop-System so. Was macht man dann mit dem Shop-System? Und Power-Ups ist da so eine Sache, die man kaufen kann. Und ich habe noch ein paar Ideen jetzt im Nachhinein bekommen, vielleicht in einem anderen Hack dann, was man noch machen könnte mit einem Shop oder was man sich kaufen könnte. Aber es sind im Endeffekt auch immer nur irgendwelche Spielereien, wenn man nicht von Grund auf neue Sachen reinmachen will. Nice. Aber ich meine, was war es? Ich glaube, das war in Jump und sowas, da hat man ja auch einen Shop. Da hat man es aber, glaube ich, mit Yoshi Coins gekauft. Und das sind dann auch immer so kleinere Sachen gewesen, aber dann, wenn man sich überlegt, Jump hatte noch diese Replay-Videos, die konnte man sich, glaube ich, auch kaufen am Ende. Oh, ja, mit richtig. Münzen. Das sind auch so Sachen, so, wer nutzt das am Ende in einem Hack, der jetzt nicht gerade 120 Level hat? Ja, das stimmt. Man müsste halt schon wirklich so ganz krasse Sachen einbauen, die dann die Leute auch haben wollen, die irgendwie aber sagen, ach, ich kann auf die nicht Spin Shoppen, Hilfe. Okay. Wir hatten ja ursprünglich auch diese anderen Power-Ups, wie zum Beispiel ein Boomerang oder Hammer-Outfit. Dafür wäre es halt cool gewesen, aber dadurch, dass sie halt viele Probleme gemacht haben, im Hack haben wir die dann im Endeffekt wieder rausgenommen. Oder ich halt dadurch mit, ich glaube, Maus oder so nochmal drüber gesprochen, ist halt, also es gibt so Sachen, die mir noch im Nachhinein eingefallen ist, die man im Shop verkaufen könnte für mehr Münzen, oder da macht es eigentlich auch eher Sinn, dass es Yoshi-Coins sind. Also sowas wie, einfach etwas, was man sich kaufen kann, wo man am Ende in Eislevel nicht mehr rutscht. Ist halt an sich nicht schwer einzuprogrammieren und ist, glaube ich, eine Sache, die ein Spieler durchaus noch kaufen würde. Sofort. Oder wenn man jetzt, sag ich mal, eine ganze Wasserwelt hat, dass man sich noch kaufen kann, dass man schneller schwimmen kann oder so. Ah, ja, sofort würde ich das kaufen. Das sind so kleinere Sachen, da kann ich mir vorstellen, dass man das macht, dass das vielleicht Leute kaufen würden. Aber dann hast du. Aber was macht man dann? So ein Shop mit nur zwei Items sieht auch blöd aus. Und damit, man kann nicht sagen, ja, der kostet das mit dem Schwimmen jetzt 500 Yoshi-Coins, die du dann erst nach der Wasserwelt schon erst sammeln kannst. Ja, klar, muss man halt immer gucken. Ja, die wurden, glaube ich, auch schon dunkler gemacht, die Blöcke. Man müsste es zeitlich so setzen, dass. Das ist halt, dass ein Teil schon ohne spielen muss, aber ab einem gewissen Punkt dann die Münzenanzahl haben könnte und dann sich ein Teil wieder vereinfachen kann. An sich, finde ich, ist das Problem halt, dass man dann so, ich habe mir zwei Items ausgedacht, die ich im Shop verkaufen könnte, und was jetzt? Mir fällt jetzt auf Anhieb nicht mehr ein, und dann hat man so Sachen wie irgendwie Doppelsprung oder irgendwelche Sachen, die das Spiel halt komplett breaken könnten an manchen Stellen. Ja, wenn man ja, das nicht klar. Von vornherein damit plant. Und das ist ja auch schwer zu planen. Selbst jetzt mit den wenigen Power-Ups, die es hier gibt, halt nur die Feuerblume und den Pilz, sehe ich beim Spielen immer noch Stellen, wo ich dann sage so, hey, hier muss mal ein Gegner weg, weil man da groß nicht durchkommt. Ja. Aber was tut... Ich meine, jetzt haben wir jetzt ja drei Items drin. Also, wenn man jetzt sagt, die zwei, die du dir gerade ausgedacht hast, und dazu eine Blume, da hast du ja auch wieder drei Items. Also. Ja, aber ich würde sagen, halt so, sag ich mal so, Eisschuhe wären halt eher so eine Sache, die man sich permanent kaufen kann. Ja. Genau, da gibt es ja auch in Jump gibt es ja diese Schuhe, dass man auf der Overworld schneller laufen kann. Stimmt, ja, richtig. Oder richtig. Das gab es zum Beispiel. Das sind auch so Sachen, so jetzt bei diesem Hack weiß ich nicht, ob das eine Sache wäre, die man sie kaufen würde, weil so groß sind die Overworlds nicht und so lange verbringt man jetzt nicht damit rumzulaufen. Ja, der einzige Grund, auf der Overworld rumzulaufen, ist, um zum Shop zu kommen.
Ja. Und wenn du dann im Shop Schuhe kaufen kannst, um in Zukunft schneller zum Shop zu kommen. Das ist schon ja. Interessant. Oder wenn du Secret Exit vergessen hast und dann halt ja, in die Welt 6 bist und merkst, oh, mir fällt der gelbe Switch. Richtig. Was bestimmt eventuell mal passieren könnte, aber sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Aber man kann bei euch ja schlechte Exit verpassen, weil ihr ja kennzeichnet, wo es ein Exit gibt. Ja. Man kann ihn halt durch auslassen und dann später feststellen, wie ich den habe. Ich meine, das ist auch so eine Sache mit diesem Kennzeichen von Secret Exits und diesen Overworld Meter. Ich glaube, dass ich würde keinen Hack mehr machen, wo ich das nicht drin habe. Weil es halt. Das ist ja so eine Sache, die hat man im Original ist irgendwie nicht, wenn man nicht unbedingt vermutet. Ist das so? Ich glaube, es gibt in jedem Geisterhaus ein Secret Exit. Ich meine schon. Wenn man halt das nicht weiß, so. Glaub, und vor allen Dingen in einem Hack, wo das dann vielleicht nicht so konsistent ist, dann, dass man keine Indikation dafür hat, ob jetzt ein Geisterhaus ein Secret Exit hat oder nicht, oder ein Schloss. Aber was man halt ja. durchaus mal machen möchte. Stimmt. Ja. Ich glaube, in SMW müssen alle ein. Ich glaube, die haben alle Secret Exit. Das wäre sonst ziemlich blöd, wenn man das nicht weiß, wenn man nicht sehen kann, ob das jetzt einen hat oder nicht. Ja, ich glaube auch. Irgendwie habe ich im Kopf, dass eines keine. Wahrscheinlich irre ich mich. Hey, ich habe hier ein SMW rum. Gucken wir einfach mal nach. Aber ich meine wirklich, dass alle. Das hat eins, das hat eins. Ah, doch, eins hat keins. Okay, gut. Ich und zwar ist ein Vanilla Dome. Vanilla Dome gibt ein Gasthaus, das nur einen Weg hat, der da wegführt. Ah. Ach ja, stimmt. Gut. Ja, ich hatte gerade eine andere Verbindung im Kopf. Dabei, das war die Frage, wenn man sich erinnert. Ich denke immer, die Dinger sind fest. Ja, da kommt man aber aus dem ersten. Ah. Das ist. Obwohl, ja, hier ist noch eins. Das in Chocolate Island gibt einem auch kein Secret Exit. Ich nehme alles zurück zum Thema. Das ist Chocolate Island. Das hat auch keinen. Ich bin mal gerade kurz weg. Alles klar. Stimmt, da läuft man, glaube ich, auch einfach. Oh nein, ich schon wieder. Muss ich wieder zurück. Jetzt habe ich schon zweimal bis zum Midway Point gespielt, aber komm nicht weiter. Sehr gut. Sehr schön. Genau. Also diese Blöcke, wo man durchgehen kann, also die hier, die wurden jetzt nochmal dunkler gemacht. Die sind aber noch in der etwas neueren Version, die wir jetzt nicht geschickt haben, glaube ich. Ja, also das wurde schon geändert, dass die dunkler sind. Und man besser sieht, dass man durchlaufen kann. Genau. Dunkler, genau. Okay, damit die besser in den Hintergrund passen. Ich meine, die wurden dann auch ein bisschen heller gemacht im Vergleich. Also man erkennt ja schon deutlicher, wo man durchgehen kann und wo man stehen kann. Ah, okay. Ist noch ein bisschen doof gemacht in der Version. Kann man echt sehr schlecht. Ich muss mich eigentlich nur dem Viech orientieren. Das ist ja eigentlich nicht schlimm. Ja, so, okay. Geschafft. Das war die Schwelle gut. So, wofür habe ich den? Das Springboard ist nur für die Yoshi-Coin. Ah, eigentlich springt man da gegen den Block und nimmt das nicht mit, aber... Alles klar. Ich glaube, dass du euch auch eh keine Vorteile wieder siehst. Ja. Abgesehen von der Yoshi-Coin. Ach, das war's? Ja. Ja, yes. Genau. Ja. Das war's. The Evers with Mother Man stole the device stored in the huge monastery before Mario could even lay an eye on it. Following his tracks, Mario discovers the flying stronghold that was hiding in plain sight. Alles klar. Oh, dann sind wir schon fertig mit der großen Welt. Neolux Inc., ja. Das klingt ja schon wieder. Okay, gucken wir uns die Oberwelt noch an. Und weiter geht's. Aha. Gott, ich sehe ein Airship-Level bitte nicht. Kleiner Funfact zu der Welt. Ursprünglich hat die sich so nach oben und unten bewegt. Aber das wurde dann auch im Endeffekt geändert. Oh, schade. Aber das wär cool, ja. Ja. Aerosmith genau. Ist das erste Level. Richtig, richtig. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Yo. Danke fürs Zuschauen und bis nachher. Ciao, ciao. Tschüss.